So, herzlich willkommen zu einem kleinen Extra, weil heute so ein Scheißwetter ist. Ich habe ein bisschen was am Mikrofon gedreht und ich hoffe, es funktioniert so alles. Ich arbeite jetzt mit Filtern und ich hoffe, dass mit diesem Noise Cancelling das klappt auch irgendwie nur ansatzweise. Ja, wir machen mal so, machen wir mal. Genau, das ist natürlich auf meiner linken Bildschirm. Genau. So, wir machen einfach mal, weil ich ein bisschen Bock habe, Let's Play zu machen. Schauen wir mal ein bisschen auf meinen Servern rum und gucken mal, wo wir uns ein bisschen Zeit verdödeln könnten. Genau. So. Scheint heute alles zu klappen. Hoffentlich bleibt das auch so. Das ist jetzt. Was machen wir? Ich würde gerne mal wissen, wieder ein bisschen so, ne, so bei Null rumspielen. Also. Irgendwo, wo wir mal wieder ein bisschen rumdödeln können, so von Anfang an. Ja. Ich glaube, das machen wir mal auf dem Einser, auf dem Isaville-Server. Da hatten wir ja. Genau, da waren wir bei unserer Wohnung mit dem kleinen Feld. So ungefähr müsste das sein. What the fuck? That's not so cool. Leider sieht man auch bei diesen anderen Blocks nicht, was dahinter steckt. Aber warum habe ich ein leeres Inventar? Interessant. Aber haben wir dieses Inspection Tool? Oh Gott, ich habe mit diesem Spielstand schon so lange nicht mehr gespielt. Wir haben ein Replacement Tool, aber ich brauche das Inspection Tool. Wait a second. Ist das so? Ja. Da. Ach, eine Fackel und ein Torch. Das sollten wir doch hinbekommen. Das ist, wo ist hier unser ganzer Stuff? Hier draußen ist unser Feld. Hier ist eine Kiste. Mehr Stuff haben wir nicht. Habe ich wirklich Rucksäcke? Nö. Haben wir keine Werkzeuge oder sowas? So gar nichts? Okay. Finde ich ja jetzt doch recht interessant. Gut, dann haben wir hier was drin? Aha, ja, hier haben wir jetzt auch eine Fackel. Okay. Haben wir echt alles hier einsortiert? Das ist ja hochinteressant. Haben wir hier auch Stecker? Apropos, warum ist hier eigentlich so dunkel? Sag mal. So, nehmen wir mal noch eine Fackel. Stecker. Haben wir Stecker? Wir haben nicht mal Stecker hier. Warum haben wir da zwei? Outdoor Wooden Stairs, Holztreppen. Ich brauche Holz, da haben wir Holz. Stöcke haben wir hier keine. Okay. Was haben wir hier für Stuff? Oh mein Gott. Genau, das hier war ja die Küche. Hier ist nur Lebensmittel und so ein Scheißgedings drin. Okay, dann machen wir mal jetzt. Machen wir mal so, machen wir mal so, machen wir mal so, machen wir mal so und so und so und so. Bam. Gefickt. Du bist ein. Ja, wow. Okay. Ja, das waren diese. Oh!
Wenn man jetzt so unbekannte Sachen abbaut, dann landen sie gar nicht mehr im Inventar. Sondern sie werden einfach zerstört. Das ist ja interessant. Gut, macht doch irgendwo Sinn. Nicht, dass man irgendwie etwas abbaut, was eigentlich ultramächtig ist. Und man damit ja quasi, weil, ne, man kann ja diese unbekannten Blöcke sehr schnell abbauen. Und wenn denn da stattdessen eigentlich ein Stahlblock wäre oder ein Obsidianblock, der also so nicht abbaubar wäre und man den aufgrund dessen abbauen könnte, wäre ein bisschen blöd. Deswegen ist das eigentlich eine relativ gute Art, dass man denn die Blöcke halt einfach nur vernichtet und nicht damit ungültigerweise an Rohstoffen kommt oder sowas. Ne? Ja. Okay, das war dieses Ding von unseren Robotern, unsere Mates, die wir da gebaut haben. Bei den letzten paar Aufnahmen zum Probieren, zum Gucken. Wir machen jetzt mal. Ja, was denn eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Genau, wir wollten gucken. Ich pack dich mal. Wo ist das Replacement Tool? Achso, genau, das war hier drin. Ja. Dich packen wir doch mal mit dazu. So und so. So, und du kommst da mit rein. Easy. Ich würde gerne irgendwo ein bisschen, weil wir gerade eh ein leeres Inventar haben, einfach mal ein bisschen neuen Standpunkt aufmachen, aber ohne hier von irgendwelchen Stuff mitzunehmen. Also wirklich komplett mit leeren Händen quasi irgendwo neu beginnen. Jetzt zumindest für so ein paar Folgen, damit wir quasi ein bisschen Herausforderung haben, ne? Weil klar, wir könnten jetzt einfach hier massig Stuff mitnehmen, wobei so viel haben wir scheinbar gar nicht. Können wir jetzt mal gucken hier. Wie es denn hier aussieht. Habe ich überhaupt Desktop-Audio? Irgendwie macht er hier kein Desktop-Audio. Wait a second. Habe ich Desktop-Audio? Habe ich. Warte mal ganz kurz. Wir machen mal so hier. Desktop-Audio ist aktiv. Ich habe. Aber ich selber höre auch nichts, ne? Ah, es war stumm geschalten. Ah, ja, das erklärt einiges. Okay. Ja, jetzt habe ich bei OBS auch Audioausschlag bei Desktop-Audio. Vor allem, ich selbst höre auch was. Sehr geil. Genau, wir können mal gucken, ob wir ein bisschen was mitnehmen. Irgendwas, was so einigermaßen sinnvoll erscheint. Das hier zum Beispiel können wir mitnehmen. Das ist kein so großes Ding. Das können wir auch mitnehmen, ne? Sowas können wir machen. Und vielleicht ein Eimer. So, das war's. Warum habe ich hier Sand drin? Weg da. Kisten würde ich vielleicht eine mitnehmen. Mehr aber auch nicht. Ne? So sagen wir quasi ein bisschen Sachen, die man nur mit Stahl machen kann. Ne? Abgeschlossene Kiste und ein Eimer kann man nur aus Stahl machen. Und wir alle wissen, der Map-Gen hier ist mit Stahl ehrgeizig. Eher so total geizig. Ne? Gibt's so gar nicht. Ja. So. Ja, ganz schön hohe Sichtweite hier. Was ist denn los? Ich sehe hinten ja sogar diesen Dschungel. Lol. Oh, 300 reicht. Genau, so da vorne ist unsere Let's Play Together Hütte. Wir können mal gucken, ob es irgendwo am Spawn eine schöne Fläche gibt oder in der Nähe vom Spawn. Dass wir uns da mal irgendwo niederlassen, ne? Damit wir nicht immer so weit wegdackeln vom Spawn, sondern dass der Spawn quasi auch ein bisschen bebaut ist. Ich muss auch drauf aufpassen, es gibt da wieder Tiere und dementsprechend gibt es auch wieder Monster, ne? Ja, aber direkt mal ein bisschen Sand. Wer auch immer wieder hier so ein Kunstwerk hingebaut hat, sah schon scheiße aus. Ich hoffe, jemand ist jetzt richtig verletzt durch meine Worten. Hat er verdient. Hat er einfach verdient. So. Linux Dirk, Roland. Ronnex, Sören 3, Walker. Dragon, Minion, NG, NM, Marco, Thomas und Sören. Lol. Naja, wie gesagt, ich freue mich schon, wenn irgendwann mal wieder Glasfaser, wenn irgendwann mal Glasfaser hier überall liegt. Denn dann werden wir auf jeden Fall mit diesem Let's Play Together weitermachen.
solange denn die anderen Bock drauf haben. Das wird geil. Weil das Let's Play Together war ja eher ein Krampf, weil ja andauernd. Wobei, bei dem Let's Plays Together hatten wir bisher immer Glück gehabt, dass da mein Internet nicht ganz so rumgesponnen hat. Aber, ich sage immer so, es geht dir besser. Alter, mit der hohen Sichtweite, man kann jetzt sogar da hinten erkennen, dass da irgendwelche scheiß Riesenbäume sind. Holy crap. Die Sichtweite ist way too high. I'm high. Meine Kamera ist übrigens auch too high. Was ist denn hier los? That's bullshit. Ach, ich bin mit den Dingern, mein Kopf ist am unteren Ende hier. Was ist denn los? Müssen wir mal hier ein bisschen. Wie geht das? Oh, so sollte es ungefähr. Hier sieht man zumindest mein Bart. Gut, das hat man davor wahrscheinlich auch gesehen, aber. Ah, schon gleich viel besser. So, ihr seht ihr mich zweimal. Ich sehe mich auch. Ich sollte mich am besten mal so machen. Dann sehe ich meine Kamera in der Kamera. Kann ich die Kamera besser ausrichten? Ist auch egal. Ist doch gerade schwanzegal. Niemand will mein Gesicht sowieso sehen. Mein Gesicht sieht in der Kamera total, sowieso total scheiße aus. Was ist denn hier los? Digga. Okay, meine Kamera hat ganz schön hohen Kontrast. Die kann hier auch. Okay, interessant. Meine Kamera zeigt mir die Teils, die mein Spiegel nicht zeigt. Interessant, interessant, interessant. Das ist so ein Extended-Filter. Da kommen später wahrscheinlich Hörner raus, mit so ein Teufel. Ja, egal, egal, egal. So, hier haben wir Dschungel. Im Dschungel möchte ich auf jeden Fall nicht hausen. Einfach weil ich die Bäume nach wie vor hässlich finde. Weißt du, die haben ja jetzt ihre schönen Audio-Sounds, ihre Audio-Samples da ausgetauscht bei meinem Test, ne? Aber die könnten ruhig mal diese Baumtextur hier austauschen. Das wäre mir persönlich viel lieber. Weil die ist einfach hässlich. Einfach nur hässlich. Bin ich jetzt mittiger? Geht so. Keine Ahnung. Tja, was man noch machen müsste, wäre, könnte ich mal gucken, ob ich sowas hinbekomme, so eine Erdslabs. Damit man hier sowas nicht machen muss. Oder gibt es sowas bereits? Garantiert nicht. Nee, es gibt nur Steinslabs und alles Mögliche, aber keine Erdslabs. Na, vielleicht setze ich mich da noch mal hin und mache dann mal irgendwann mal so eine Mod. Ist das Rezept eigentlich frei, wenn ich jetzt hier sage, so, gibt es da schon irgendwas? Nö. Das heißt, ich kann das Rezept sogar benutzen. Und dann, wenn man dreimal Erde macht, hat man so eine Erdslabs. Was? Zum Angeln oder was? Interessant, interessant. Ja. Ja, verstehe. Ist quasi die perfekte Kombi. Es gibt nur ein Biom, was noch behinderter ist als das Dschungelbiom, Pilzbiom. Genau, hier waren auch ein paar Riesenbäume. Jetzt wissen wir sogar, wo er diese Riesenbäume daher hat, da hinten. Interessant. Hat er hier alles Falco gebaut gehabt damals, ne? Der Weg müsste ja komplett von Falco gewesen sein. Ich habe übrigens auch, sorry Falco, falls du wieder böse bist, ich habe den Weg übrigens mal ein bisschen abgeändert, an einer Stelle. Und zwar gab es ja hier diese kleine Wasserpassage, wo man mit diesem Glastunnel da durch das Wasser gehen konnte. Und sorry, aber ich fand es halt ultra hässlich. Erstens bin ich sowieso nicht so der Glasfreund. Und zweitens ging es halt steil runter und dann wieder steil hoch und es war irgendwie total belämmert. Und deswegen sieht man hier schon, tada, ich habe da jetzt eine Holztreppe hingeklatscht. Und zwar auch richtig architektonische Meisterleistung mit Stützpfeiler und allem drum und dran.
Ja, also ich habe jetzt hier einfach mal die Schnauze halten. Ich habe jetzt hier ja, eine richtige Brücke hingeklatscht. Ja. Den Weg hier habe ich auch ein bisschen angepasst. Der ist jetzt nicht mehr 5 breit, sondern nur noch 3 breit. Und man hat ja auch so eine Sandböschung an den Seiten. Ich habe auch überlegt, ob ich hier auch Holz drauf klatsche. Aber ja, genau. So, da vorne ist schon wieder Pilzbio, Alter. Ich glaube, wir lassen uns hier nieder. Guck mal, hier sind ein paar schöne Berge. Hier können wir uns. Oh, Alter, hier richtig, können wir richtig schon mit Aussicht arbeiten. Ich glaube, das machen wir jetzt sogar. Dann sagen wir einfach, das Gebiet gehört uns. Wobei ich sehe gerade, wir kommen hier nicht relativ gut weg. Hier ist überall Wasser. Und da hinten ist auch Wasser. Genau, das ist hier nur so eine kleine Insel. Dann vielleicht gar nicht mal so geil. Wir könnten uns aber natürlich auch hier niederlassen, dass wir uns hier so aufbauen. Hier kommen wir sogar. Hier kommen wir gar nicht hoch. Hallo. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Und guck mal, wie hier das Ganze aussieht. Hier kann man sich doch locker niederlassen, oder? Hier haben wir auch zwei relativ große Hügel da hinten. Da ist ein Hügel, da ist ein Hügel. Wir können also auch auf die Seite gehen. Wobei, da haben wir auch einen Hügel. Und hier scheint auch ein Hügel zu sein. Wow. Die vier Jahreszeiten. Ich meine, die vier Hügel. Nice. Gut, da müssen wir zwar hier die ganzen Bäume wegreißen, weil die Bäume, die stören halt ultra die Sicht, aber die Bäume müssen wir sowieso wegreißen, weil wir brauchen ja Platz zum Bauen. Ne? Okidoki. Achso, siehst du, was ich übrigens noch machen kann hier? M-Timer. Sichtbarkeit. Sichtbar. Yeah. Ah, jetzt hat das sofort gemacht. Guck mal, jetzt sieht man es hier sofort. Das ist ja interessant. Spielzeit, Sitzungsdauer. 15 Minuten schon? Aber warte mal ganz kurz, kann man hier auch, kann man auch die Sekunden mit anzeigen lassen? Spielzeitformat, Realzeitformat, Sitzungsdauerformat. Ja. Seconds mit S oder ohne S? Ja, mit S. Ups, was habe ich da falsch geschrieben? Irgendwas habe ich da falsch geschrieben. Das da ist natürlich. Perfekt. So. Gut, Spielzeit bräuchten wir nicht wirklich. Eigentlich brauchen wir das ganze Zeug nicht. Warte mal ganz kurz, machen wir hier nochmal. Ausrichtung, Anzeigegröße, Anzeigeverdachtshoch, Leistung, Sitzungsdauer, Anzeigenform, Spielzeitformat, Scheiße, Timerformat, Zeitbrennen, Spielsform. Kann man die Sachen auch komplett einfach deaktivieren? Warum gibt es da kein Zurück ins Hauptmenü? Also. Hauszeitformat, Sitzungsdauer, Anzeigegröße, Anzeigeversatz, Ausrichtung, Sichtbarkeit. Achso, ist doch hier Hauptmenü. Hey, das ist einfach rausklaue. Ja, der zeigt das trotzdem noch an. Das bringt also nichts. Ich will, dass das ganze Ding als solches nicht angezeigt wird. Format, Format. Sitzungsdauer, Format, Anzeigeversatz, Anzeigegröße, Farbe. Ja, können wir weiß lassen. Sichtbarkeit, können wir nur die Sichtbarkeit von dem gesamten Ding machen. Anzeigegröße. Mit 1 wird die Anzeige nicht vergrößert. Alle Werte über 1 vergrößert. Oh, oh. Oh. Nice.
Ja, nee, machen wir mal nicht. Anzeige, also genau, das war gerade. Anzeigeversatz, da haben wir. Was? Oh. Wow. Genau sowas hätte ich gerne editierbar. Aber gibt's hier nicht. Ja, genau, da könnte was ein bisschen mehr in die Mitte vom Bildschirm schieben. Habe ich aber eher so gar keinen Bock drauf. Hauptmenü. Sichtbarkeit, Format, Sitzungsstartformat, Hauszeitformat. Individuelle Zeitzone. Ah, hä? Ach, wow. Okay. Ich dachte, mit Timerformat ist die Stoppuhr gemeint. Aber nein, die können wir das hier machen. Ah. Ja, das ist natürlich nice. Gut, dann brauchen wir nämlich hier eigentlich nur das. Perfekt. Easy. So, dann können wir das Ganze noch ein bisschen Versatz. Das sieht ja jetzt so in die Ecke geklatscht aus. Ja, so kann man mitleben. Perfekt. Nice. So, haben wir schon 20 Minuten gespielt. Geile Kacke. Okay. Das ist doch gar nicht mal so schlecht hier. So. Okay. So, also wir lassen es hier direkt nieder. Ach ja. Man kann aber Isar will nicht auf die Blätter springen. Scheiße. Die Frage ist, lassen wir uns auf der Seite hier nieder oder auf der Seite da hinten? Gucken wir mal, was es hier noch weiter hinten gibt. Da hinten ist nur Wasser, wie es aussieht. Okay. Wobei ich mit Wasser eigentlich ganz zufrieden bin. Könnten wir uns da uns so ein schönes Strandgebiet da bauen, so mit Feldern und sowas alles. Ich glaube, wir lassen uns erstmal hier auf dem Gebiet nieder. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Doch, das klingt geil. Okay. Das heißt, da müssen wir hier erstmal anfangen, ein bisschen wegzuspanken. Wieder massig Zwiebeln. Klar. Was auch sonst. Dann machen wir erstmal uns den Berg hier untertan. Ich könnte natürlich auch erstmal das gesamte Gebiet als Wallcark schön großflächig hier protecten. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, die Idee. Was ich auch hasse, ist, wenn er das hier erst im Nachhinein aktualisiert, dass er denn das hier wieder alles zurücksetzt. Das ist mal behindert. Was jetzt? Genau. So ungefähr. Ach Gott, das ist ja schnell. Aber ist doch schön. Boah. Kohlensäure. So, wir müssten genau da müssen wir lang. Ja, hier mit den Dschungelbäumen. Ich weiß nicht, die ist zwar eine schöne Idee, aber die wirken halt einfach zu fehl am Platz. Andererseits sieht das Ding da noch viel mehr fehl am Platz aus. Das Ding hier geht, das sieht wenigstens aus wie selbst gebaut. Aber das Ding da sieht, das sieht irgendwie aus wie, ich weiß nicht. Egal, lass mal. Aber hier, wie gesagt, mit den billigen Dingern hier bin ich nicht ganz so zufrieden. Ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich denke, okay, muss man abreißen. Aber da müssen wir uns mal für die Zukunft was einfallen lassen. So, folge mal dem Weg. Da ist der scheiß Pilzbiome. Ich muss mal gucken, ob man. Gut, okay, würde es eh nichts bringen. Ja, wollte gerade sagen, ich muss mal gucken, ob man bei dem Isar Wheel, bei der Isar Wheel Mod sagen kann, dass er bestimmte Biome nicht erzeugen soll. Aber das würde jetzt eh nichts mehr bringen, weil das Gebiet ist ja hier bereits erzeugt. Also,
Von daher. So, dann schauen wir mal. Oh, guck mal, da hinten ist auch Wasser. Ist tatsächlich auch Wasser. Die Frage ist, wo lassen wir uns dann nieder? Hier ist nochmal eine richtige Landzunge. Da hinten riesige, diese riesen Bäume. Und wenn wir hier in die Richtung weiter gucken, haben wir hier vorne auch schon Strandgebiet, ne? So relativ flachen Strand. Der sieht schon geil aus hier, ne? Tja, hier haben wir, da haben wir unrichtig schon eine Landzunge. Ich glaube, wir protecten einfach mal großflächig hier alles. Ja, da können wir uns später noch hier umentscheiden. Area Position 1. Ja, machen wir mal hier richtig schöne Riesenfläche. Wobei mir gerade auffällt, was ich hier gerade mache. Ich fange mal hier an. Ich fange mal hier auf der Seite an. So. Weil ich muss da hinten diese Landzunge damit einnehmen. So, schauen wir mal. Kamera. Beziehungsweise gerade eher meine Maus. So, die Frage. Die Sichtweite ein bisschen höher. Hier ist ja Katastrophe. Kann man sich gar nicht orientieren. Oh, 400. Das sieht doch geil aus. So, bis wohin protecten wir das Ganze? Machen wir bis hier so. Bis hier so. Ich würde mal sagen, doch schon bis hier so. Machen wir da bis zu diesen Bäumen. Das sollte also ungefähr hier so sein. Ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr großes Gebiet. Achso, ich muss natürlich auch runter. So. Und dann machen wir einfach mal Protect. Na, jetzt ist es sowieso Temp. So, oh Gott, wie war das? Owner? Dann kam die Gebietsnummer. Nee. Kam erst der Name, dann die Gebi Nein. Nee, wir probieren mal. So, da kam der Name von dem Spiel und dann das Gebietsname. Und das nennen wir. Ultra kreativ. Let's play Spawn Area. 5000 XP. Der Name ist ultra scheiße, aber mir fällt doch gerade kein besserer Name ein. Ist ja auch egal. So, ja, war richtig, genau. So, jetzt können wir wieder delete oder remove? Wie move area? Probieren wir mal, ob das funktioniert. 1, 3, 5. Ja, funktioniert. Sehr nice. So, jetzt ist das gesamte Gebiet hier uns untertan. Genau. Geronimo. So, jetzt gehen wir mal wieder hier zum Spawn. Und raus. So. So. Genau, jetzt ist hier alles schön geschützt. Jetzt können wir hier auch in Ruhe bauen, ohne dass uns hier irgendjemand direkt die Gräser klaut hier. Achso. Ach, so schön die mit diesem Auto aufsammeln, ne? Finde ich korrekt. Aber auch gleich mal wieder ein bisschen Holz. Holz ist hier ganz wichtig. Mit Holz kann man allerlei schöne Sachen machen. Zum Beispiel ist schon mein Holz. Wir bräuchten dann auch. Ich würde am liebsten, hätte ich gerne, ne? Aber geht ja leider nicht. Was? Sowas wie so Tag-Nacht-Rhythmus oder sowas. So wenigstens so fürs Let's Play.
Wenigstens fürs Let's Play. Oh Gott. Scheiße, stimmt ja. Wir haben ja hier gar keine besonderen Rechte. Scheiße. Wäre das geil, wenn wir hier so fürs Let's Play immer so Tag-Nacht-Rhythmus machen? Ich meine, es ist ja hier sowieso gerade, sonst kommt niemand drauf auf dem Server. Es dürfte also auch kaum Leute geben, denen das stört. Von daher, weiß ich nicht. Könnten wir das mal überlegen, ob wir das machen? So. Ich glaube, auf dem Niveau lassen wir das Ganze. Haben wir hier noch ein paar Bäume. Und dann machen wir am besten. Oh, ich habe eine gute Idee. Oh ja, ich hab eine Idee, wie wir das hier am dümmsten aufziehen. Was wir hier so designtechnisch machen. Da habe ich schon eine krasse Idee. Eine krasse Idee. Brauchen wir aber viel Holz und viel Stein für. Vor allem ein bisschen Stein. Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich auf meinen OBS-Screen gucke und über den OBS-Screen das Spiel spiele. Das Schöne ist ja auch, dadurch, dass ich keine Capture-Card benutze, sondern wirklich das komplett über Software mache, habe ich halt auch absolut keine Verzögerung drin. Ja. Wenn sich mein Hauptbild bewegt, bewegt sich auch im gleichen Moment das, der Bild bei das, das, der Ausschnitt bei OBS quasi. Verzögerung von null. Wo bin ich? Ach genau, hier müssen wir. Genau, da ist der Weg. Oh, ein Schaf, eine Kuh. Die keine Geräusche? Versucht die mich gerade hier anzugreifen? Ah. Sie hat das Moon gelernt. Das hat sie im Nu gelernt. Ach nee, da ist der Weg. Hier ist der. Ah, genau. Hier ist der Hauptweg. Da geht der Weg nur da hinten, am Horizont lang. Verwirrend. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Warte mal, bin ich jetzt bei der kleinen Insel oder wo? Genau, da vorne ist die Insel, also bin ich hier richtig. Okay. Ist ja gut. Das hier kommt auch noch weg. Tomaten! Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir uns unser Inventar hier nicht gleich zuklatschen. Ne, sie sieht noch relativ übersichtlich aus. The question is, wie lange? Gib mal her, der Gras. Alter, diese Zwiebeln, Alter, ne? So. Ne, die unten können da bleiben. Ist ja gerade schon wieder ein Tier? Ich schwöre, ich habe gerade ein Tier gesehen. Oder auch nicht. Reicht das so von der Grundfläche erstmal aus? Ich würde mal sagen, jein. Der Baum hier vorne, der kommt noch weg. Weil ich würde hier gerne auf diesem Ding eine relativ große Plattform bauen. Ja? Und da ist jetzt dieser Baum ja auf jeden Fall im Weg. Das ist ja wohl klar. Das ist ja wohl offensichtlich, genauso wie die Bäume da, weil das Haus sollte hier so ungefähr mittig sein. Das heißt, wenn ich da so viel Platz habe, sollte in die Richtung auch einigermaßen Platz sein. Das heißt, die drei Bäume hier, drei? Die vier Bäume, ja doch, die vier Bäume hier, die kommen auf jeden Fall, doch nur drei. Die drei Bäume hier, die kommen auf jeden Fall auch noch weg. Ich sollte aber vielleicht auch erstmal Vollpause machen. Von daher,
Ja, geht's in der nächsten Folge weiter mit Bäume abbauen und dann schauen wir mal. Genau. Bis dann.